So Leute, Tuning Tuesday aus Dubai heute. Ihr habt mir letzte Woche Fragen gestellt, die werden wir euch heute beantworten. Wie ihr seht, in Dubai ist hier was Schönes los. Wir haben immer schöne Autos hier. GT2 RS 800 PS, McLaren 27 RS 900 PS, Ferrari F8 Tributo 850 PS. Das läuft. Jetzt mache ich mir einen schönen Platz hier mit dem Paul zusammen. Ja? Der Paul wird mir ein paar Fragen stellen und dann legen wir los. So Paul, schieß mal los, was gibt's für Fragen? Dann fangen wir mal gleich an mit dem Deno. Er fragt, was war deine bisher schlimmste Erfahrung mit Chiptuning? Deno? Ja, Deno. 2308. Also schlimmste Erfahrung. Die Frage ist, was man darunter meint, schlimmste Erfahrung. Also ich meine, wenn wir für uns die Autos abstimmen und unsere eigenen Autos ans Limit treiben, geht ja halt mal der ein oder andere Motor kaputt. Ja, einfach mal bei der Entwicklung. Das finde ich zum Beispiel jetzt gar nicht mehr so schlimm, ja, weil das brauchst du einfach für die Entwicklung. Dann weißt du, wie viel hält das Ding und was kannst du alles machen. Aber sonst das Schlimmste für mich oder was mir immer passiert ist, dass halt ein Kunde da war, dem hast du dann eine Eingangsmessung gemacht auf dem Maha-Prüfstand, dann hast du die Software gemacht, hast die Ausgangsmessung gemacht, die Werte haben alle gepasst und der Kunde hat dann gesagt, ja, oh, er spürt fast nichts, er hat sich anders vorgestellt. Und in dem Fall mache ich dann immer so, dass ich dem Kunden einfach nichts berechne, sage, okay, wenn dir das nicht gefällt, ist kein Problem, wir lassen es jetzt. Dann frage ich ihn, wo er herkommt, wenn er von weiter herkommt, Paul, dann kriegt er von mir sogar noch Spritgeld und dann fährt er gemütlich nach Hause und ist trotzdem zufrieden. Gut, Porsche Ambassador fragt, kann man auch bei einem Saugmotor das Schubknall programmieren? Ja, natürlich kann man das. Auch bei einem Saugmotor ist es möglich, das ist alles kein Problem, weil es hängt ja nicht davon ab, wie viel Druck oder wie viel Überdruck ich in meinem Zylinder habe, weil das Schubknall wird ja gemacht, sobald du vom Gas runter gehst, ja, und da wird halt praktisch Zündung verstellt und du zündest eigentlich nach OT und ja, dann erzeugst du halt diese Sachen. Die nächste Frage kommt von Avantgarde. Er möchte wissen, ob die alten AMG-Sauger besser als die Biturbo-Motoren von heute sind. Also, Avantgarde, ich sag dir mal eins, was heißt besser? Ja, es gibt Leute, die mögen halt den Sound von den alten V8-Saugern. Ja? Der ist natürlich unschlagbar, dieser alte V8-Sound. Wobei ich sagen muss, die neuen Turbomotoren haben auch einen Mega-Sound. Ja? Und vom Fahrverhalten her ist so ein Sauger wahrscheinlich leichter zu bedienen. Du kriegst die Kraft besser auf die Straße als so ein Turbomotor. Also klar, für mich persönlich ist natürlich der Turbomotor viel, viel besser wie so ein Sauger. Ja? Der Sauger ist allerdings drehfreudiger. Du kannst ihn oft höher drehen wie die Turbomotoren. Und ja, also ich bevorzuge den Turbomotor auf jeden Fall, weil Ladedruck ist halt Leistung, gell? RK343 fragt, ob du mal ein Video über das Coolant Extreme machen kannst. Ja, natürlich, warum nicht? Wir gucken jetzt mal, wann wir dazukommen. Dann nehmen wir mal ein tolles Auto, wir machen dann eine Eingangsmessung, wir messen mal die Zeiten, dann füllen wir das alles mal rein und dann stellen wir das mal online. Es wird ein kurzes Video, wahrscheinlich nur 5 Minuten, aber wen es interessiert, der guckt das dann auch an. Welches war dein erstes Auto, das du getuned hast? Mit Softwareoptimierung möchte der Decki wissen. Also Decki, mein erstes Auto, wo ich selber getuned habe, war mein Auto. Ein 2er Golf. RP, ich glaube RP-Motor-Kennbuchstabe mit 90 PS. Junge, da war ein EEPROM drin, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da waren so viele Daten drauf, natürlich nicht, da war ja fast gar nichts drauf. Zündwinkelkennfeld, Drehzahlbegrenzer und das war's. Ja? Und an meinem eigenen Auto habe ich dann so selber mal die Software geschrieben, getestet und klar habe ich auch ein bisschen Hilfe gehabt damals, weil mir wurde das ja auch beigebracht, weil du lernst es nicht von alleine, das kannst du einfach nicht von alleine lernen, das geht nicht. Der Dani möchte wissen, wie viel Leistung kann man durch den Zündwickel generiert werden, zum Beispiel von 5 Grad auf 10 Grad vor OT? Ja, Dani, das ist so. Es kommt immer darauf an, was für ein Motor das ist. Ja? Und ich kann dir so sagen, bei einem Porsche, zum Beispiel bei einem Porsche Turbo, ist es so, dass du mit 5 Grad, also mit einem 991.1 Turbo S, ja, machst du mit 5 Grad ungefähr 35 bis 40 PS.
easy, ohne Probleme. Ja? Und dann, klar, dann hast du die Saugmotoren. Wenn du dann bei einem Saugmotor dann diese 5 Grad machst, dann hast du, je nachdem wie viel Hubraum, auch zwischen 12 und 15 PS sowas, ja. Geh mal bezüglich Autotuner-Tool auf das Slave-Modell ganz genau ein, fragte Michi. Also Michi, Autotuner Slave, es ist so, ein Slave-Gerät ist immer kodiert auf Master. Das heißt, wenn du, Michi, jetzt zum Beispiel einen Autotuner Slave hättest, der auf mein Master kodiert ist, dann könntest du bei mir sozusagen die Software kaufen. Das heißt, dein Slave würde die Software auslesen, dann würdest du es mir per E-Mail schicken. Ja? Mein Master, also meine Master-Lizenz, würde die Software entpacken. Ja? Dann würde ich die Software umschreiben, die Datei wieder zusammenpacken auf deinen Slave, dir wieder schicken. Dann könntest du mit deinem Slave die modifizierte Datei aufs Auto wieder draufspielen. So. Frage kriegen wir eigentlich ziemlich häufig, nämlich wie sieht es aus mit Leistungssteigerung bei einem Fahrzeug mit über 100.000 Kilometer? Das hat jetzt Savastar Greek gefragt. Es ist so, selbst bei 200.000 Kilometer kann man noch eine Leistungssteigerung durchführen. Die Frage ist immer, wie viel man mehr macht und was man macht. Hauptpunkt hier ist, wurden die Serviceintervalle eingehalten? Wurde der Service immer regelmäßig durchgeführt? Wurde das Auto auch gepflegt? Weil ihr wisst, ich kann auch ein Auto kaputt machen, das nur 15.000, 20.000 Kilometer hat, indem ich morgens einsteige, jetzt zum Beispiel im Winter, ja, minus 15 Grad, ich gehe morgen ins Auto, fahre raus und gebe ihm Stulle. Ja. So kann natürlich auch ein Auto kaputt gehen. Und deswegen spielt die Kilometerzahl eigentlich keine große Rolle. Ein Tuning kannst du eigentlich immer durchführen. Die letzte Frage vom Thomas. Was war das leistungsstärkste Auto, was du umgebaut hast? Umgebaut? Oder getuned? Oder, ne? Okay, klar. Thomas, also das leistungsstärkste Auto, was ich gemacht habe bis jetzt, war ein Bugatti Veyron. Ja, von 1001 PS auf 1200 PS. Allerdings mache ich gerade einen schönen Porsche 991.2 Turbo S, wo der komplette Motor umgebaut wird auch, und das Ding wird, glaube ich, mehr haben wie 1200 PS, aber dazu kommt auch mit Sicherheit noch ein Video irgendwann und bleibt dran. So Freunde, wir sind durch, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, ich steige jetzt in mein Auto und fahre schlafen, gell? Und vergesst nicht, schreibt jetzt ein paar Kommentare, stellt ein paar Fragen, die kommen dann nächste Woche wieder.